Der arbeitslose Wikinger. Der erste Unterrichtstag der Drachenakademie lief hervorragend. Alle lernten etwas und hatten aber auch viel Spaß dabei. Jeder Drache hat einzigartige Fähigkeiten und damit auch seinen besonderen Platz in der Welt. Also, welcher Drache ist der beste Schweißbrenner? Ah, der tödliche Nadder. Seine Magnesium-Feuerflamme brennt so heiß wie die Sonne. Korrekt. Punkt für Team Astrid. Damit steht es jetzt 100 zu 10. Und wir haben euch 10 vorgegeben. Ach ja? Na, noch ist das Spiel nicht vorüber. Wartet, in welchem Team bin ich eigentlich? Nächste Frage. Wie viele Schüsse kann ein wahnsinniger Zipper höchstens abgeben? Team Rotzbacke? Wette, so weit können die gar nicht zählen. Ach, tatsächlich? Das werden wir ja sehen. Kotz, wirkt! Raffnuss ließ ihren Drachen ein paar Schüsse über Astrids und Fischbeins Kopf abfeuern. Ich würde mal sagen, das sind 3. Na, wer von uns kann jetzt nicht richtig zählen? Es sind 6. Ihr habt halb recht. 5 Punkte. Ja, dann haben wir jetzt 30. Alles klar, jetzt sind wir dran. Was passiert, wenn man das Frauchen eines tödlichen Nadders ärgert? Jetzt hab ich meine Frage. Was passiert, wenn ich Hakenzahn auf euch hetze? Okay, Leute, genug geraten. Also, wir haben hier heute wirklich gute Arbeit geleistet. Seid ihr bereit, dem riesenhaften Albtraum gegenüberzutreten? Rotzbacke sprang auf Hakenzahns Rücken. Aber kaum saß er drauf, entflammte Hakenzahn. Rotzbacke sprang ab und hüpfte in den Wasserbottich. Das ist das dritte Mal diese Woche! Oh, tut das gut. Seit wann entflammt Hakenzahn, wenn du ihn reitest? Ist alles in Ordnung mit ihm? Vielleicht ist ihm klar geworden, wer sein Besitzer ist. Hier drin ist Platz für 2. Auf diese Bemerkung hin drückte Astrid Rotzbackes Kopf unter Wasser. Zur gleichen Zeit verkaufte Grobian auf dem Markt seine Drachentöterwaffen. So Leute, dann kommt mal alle schön hierher. Ihr glaubt vielleicht, diese Drachentöterwaffen wären jetzt vollkommen unnütz. Aber denkt doch mal nach, dieses Langschwert macht sich jetzt sehr gut als hübsches Buttermesser. Der alte Mehltau sah darin den Untergang der guten alten Wikingerzeit. Tja, das ist ein trauriger Tag. Ein großer Drachentöter verhökert seine Waffen öffentlich als Küchenutensilien.